Und willkommen zurück zum zweiten Game namens Klärenspäte gegen Team Wasted Talents. Wir sind schon in der Pick and Ban Phase. Diesmal sehen wir wieder einen Undying Ban und einen Tinker Ban, wie vorher hatte, und Lesher Ban, Queen of Pain Ban auf das Team Wasted Talents und einen Earthshaker First Pick. Gibt nichts zu sagen. Clockwork immer noch offen. Vielleicht tut sich der lieber der Dodo wieder die Clockwork sichern. Mal schauen. Wir schauen jetzt einmal, wie jetzt Teamkompositionen diesmal stattfinden. Es hat letztes Mal nicht so gut geklappt für Namensklären später. Vielleicht können sie jetzt hier ein bisschen mehr rausholen. Ein besseres Teamkompo bringen. Vielleicht auch endlich ein bisschen besser ausspielen. Vengeful Spirit. Und ein Vengeful Spirit Pick für Namensklären später. Und ein Patch-Pick, wow. Wir haben das Lernspick jetzt hier. Ein Patch-Gesicht und Phantom Lancer für Team Wasted Talents. So, was sehen wir da für Bands von Namens Lernst? Kommt da eventuell Clockwork, kommt da vielleicht ein Keep of the Lights. Vielleicht auch ein Pack-Band. Wir haben dann eine Anti-Mage-Band auf Seite für Team Wasted Talents. Und ein Pack-Ban kommt tatsächlich durch. Radiant Team Ban. Entschuldigung. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Und ein Bristleback Ban for Wasted Talents. Und ein Phoenix Ban auf Seite von Namens Lernst, bitte. Reserve time. Und ein Trion Protector für Namens Lernst, bitte. Und Team Wasted Talents entscheidet sich dafür einen Darkseer. Eventuell auch wieder auf dem Eliberator.
Und ein Gyrocopter von Amsterdam später. Radiant Team Pick. Und ein Ancient Apparition für Wasted Talents. Sehr interessante Team-Kompos bis jetzt. Ab der 8. Patch in der Mitte ist. Und mit dem Storm Spirit Ban. Ob sie die Namens lernen später. Und ein Tidehunter Ban auf der Seite von Team Wasted Talents. Spirit und von Mitte vermutlich für Namens Rern später. Und wir kommen zum letzten Pick, Team Wasted Talents jetzt. Haben noch genug Zeit, um sich überlegen, was sie hier nehmen. Und ein Magnus in der Mitte, wie es aussieht. Magnus ist wahrscheinlich gegen Amber Spirit. Aber wir sind gespannt. Wie das Game verlaufen wird. Und wir sind in Game gestellt vor auf der Radiant Sibahn, wo wieder Team West Talents auf Marion Steiner haben wir den Phantom Lancer auf Nole, Earthshaker auf Meli Badador haben wir den Darkseer, Faust als Magnus und Haki als Ancient Apparition auf der Dice, da haben wir den Arsenal Blunt auf dem Ember Spirit, der Speaker for Ender auf der Vengeful Spirit, der Hagelicious auf dem Gyrocopter, der Bigudi Tina 10 out of 10. Auf dem Trend Protector und der Intergraphic auf dem Patch. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß. Und da wird jetzt nicht mehr so als Teamvorgang vorhatte. Ist natürlich nicht so gut.
geändert für, nehmen wir es ernst, zum letzten Mal. Und der Liebe da wird von der Rune verdrängt, das heißt, Bot geht an Wastelands, so wie die Rune geht an, nehmen wir es ernst. Und da schon ein schönes Wort gesetzt, so wie da und da. Mit Earthshaker Ancient Apparition mitten, Phantom Lancer. Und Patch auf der Solar Lane. Gegen eine Tree Lane. Wird auch gerade schon aus der Lane verdrängt, kann da nichts machen. Da wird der Elevator da ein bisschen weniger Probleme haben mit seinem Einstellen. Farmtechnisch. Kann sich da schon schön Last Hits sichern. Aus der Distanz. Ist natürlich sehr vorteilhaft. Hat auch fast schon Level 2. In der Mitte der Magnus. Ein bisschen Problem. Ein bisschen viel Damage bekommen schon. Patch hat es doch schon auf die Lane geschafft, wird aber durch 8 Harris. Da hat Phantom Lancer am besten dran mit der Last Hits. Gefolgt von Magnus und Ember Spirit, also relativ ausgleich in der Mitte. Oh, und da müssen sie lieber darauf vorsichtig sein. Wird er gesandt? Kommt er noch davor? Sollte noch davor kommen. Ja. Wirklich gut gecarrest. Aber kommt. Noch gut davor. Relativ ruhig. Phantom Lancer und Magnus jetzt sind voraus mit den Last Hits. Aber das Bild liegt hier drin. Patch da immer noch Level 2, während der Dax hier da schon Level 3 hat, bald Level 4. Das heißt, Patch hat ein bisschen Problem. Und wir sehen den Aufschläger schön. Bereit steht zum Abgrenzen, wenn es nötig ist. Und der Liebe da probiert ein bisschen Creeps blocken. Damit Wave wird ein bisschen in seine Richtung gepusht. Und da kommt ein schöner Fischer. Fangt da der. Uns passt das für Phantom Lancer auf dem Patch. Patch, keine Chance, da an den Fischer rechtzeitig vorbeizukommen. Vor allem mit dem Stun. Double Stun. Sehr schön umgesetzt. Und wir sehen den Smoke vom Ancient Apparition und dem Earthshaker. Eventuell auf die Midlane. Missing Bottom! Missing Bottom!
Und wir sehen dann Gage of the Avenger Spirit, wo auch in die Mitte gekommen ist. Und wenn du nicht merkst, dann setzt sich relativ ab langsam mit den Last Hits. Fast 10, also 10 Fuß für den Fendelenser und 6 Fuß für den Magnus. Dyer's bottom tower is under attack. Oh, Shaco entdeckt das Dyer Spirit. Oh, jetzt muss der Lieber da vorsichtig sein da. Weg stand. Und Haki ist vom Patch verwischt worden. Phantom Lancer holt sich den Patch dafür. Er liebt da doch runter vor. Der Bottom Tower relativ low. Und auch relativ viel Damage wieder auf dem Patch. Wo ist der Vorsicht gewesen? Vom Tower Crow, wo jetzt auf dem Phantom Lancer ist. Und da kommt viel Damage durch. Wieder ein weiterer Kill hier für den Phantom Lancer. Das Mana langt nicht ganz, will zu probieren, suiciden. Hat sich gesuicidet. Sehr knapp gewesen, aber hat es geschafft. Hat Range Aft für den letzten Hit nicht gelangt vom Phantom Lancer. Wir schauen mal ein bisschen durch, so itemmäßig Boots, Bottle und Magic Wands auf dem Magnus. Face Boots, Bottle auf dem Amber Spirit, auf der Top Lane haben wir da. Darkseer mit Boots, Soul Ring und einem Ring of Dragon. Charakopter Face Boots und einem Ring of Aquila. Mensch wollte auch mit Boots und Smoke umeinander am Laufen. Und wir sehen den Patch mit seinen Tranquil Boots. Auf dem Enigma, nicht Enigma, Ancient Apparition haben wir da auch Boots. Champ Protector auch mit Boots unterwegs. Und Boots unterwegs für Earthshaker. Dyer's middle tower is under attack. Da kommt das zweite. Und die Phantom Lancer schon mit dem Blade of Liberty, Ring of Aquila, Morbid Mask und Boots. Suchst du achtest du Ding zu holen? Ja. Gönnt auf Shadow Copter, hat er also keine Chance. Und wieder Phantom Lancer geht auch down. Also auch wieder ein 1-2-1 Exchange diesmal. Und schauen wir mal an, hat ja voraus mit 400 Gold knapp der Phantom Lancer gefolgt von Magnus und dem Gyrocopter mit jeweils 3400 und der Eberspiel mit 3200. Dyer's top tower is under attack. Und siehst du, der Phantom Lancer wird da. Geht er weiterhin auf die Toplane, wenn da der Gyrocopter wahrscheinlich ein bisschen runter bashen wird.
Arsch versteckt sich da im Hintergrund. Für einen Hook, der eventuell könnte durchkommen. Und dann kommt der nächste Engage auf Gyrocopter. Sehr schön. Das Engage aus dem Ultimate. Wird aber doch von der Rocket getroffen. Und das könnten zwei Kills warten hier. Ein Kill. Und ein 2 zu 1 Exchange. Das ist mal nicht so gut für die Wasted Talents. Kommen wir nochmals ein Spitz besser von uns und hier. Huck hier. Patch der Magnus. Magnus dive dann wieder raus. Und das lockt davon. Und der Soul Ring auf dem Earth Shaker. Immer wieder Top Lane der Phantom Lancer, wo diesmal auf Patch losgeht. Es könnte ein weiterer Kill werden. Ja, wird ein weiterer Kill für. Nein, Anti, nein! Suicide vom Patch gerade rechtzeitig in der Sekunde auskommt, der letzte Hit, beziehungsweise Auto-Attack, kurz passiert war. Hat er wirklich das Timing gut genutzt. Und da kommt der Push auf den Top Tower. Wird. Und der Down kommt und TP rein. Vom Patch. Ne, Patch ist da. Shield Protector und Ember Spirit kam rein. Wenn er nicht so versucht rauszukommen, wird geguckt vom Patch. Und schon wieder ein Suicide vom Patch. Keine Chance so für Phantom Lancer da. Den Kill zu holen. Ich kann langsam auf Wetter setzen, wie viele Deaths vom Patch in Suicide enden. Wir haben so weit 3 gesehen, so viel ich das gesehen. War das mehr oder war die nächste Kiste dann doch durchgekommen? Wir finden jetzt auch ein bisschen traurig, wenn er da keine Kiste bekommt. Dadurch auf das 3-3. Statt auf der 5 oder 6, 3, die noch sein könnte. Und mit Lane ist wieder ein bisschen zurückgesetzt, der Phantom Lancer ist wieder auf der Botlane. Und da vorne haben wir einen Magnus. Oh! Wo da? Der Gyrocopter rausholt. Und da kommt der Kill vom Phantom Lancer. Oh, vom Gyrocopter. Venture Spirit. Da als nächstes relativ low. Kommt aber. Nein, kommt ihm davor. Ah, doch, Living Armor kommt durch. Das langt nicht. Und ein schöner Safe Hook hier vom Patch. Und das Mental wieder disengagen. Und noch ein Ember Spirit rein. Schafft es, keinen Kill zu holen. Doch, holt sich den Kill auf dem Ancient Apparition. Läuft jetzt so raus, der Phantom Lancer engaged da wieder. Und da kommt der Kill auf vom Magnus auf Ember Spirit. 2-2-1 Exchange, sehe ich mal ein bisschen besser gelaufen mit Wasted Talents. Und der nächste versucht den Kill auf dem Trend Protector. Und da kommt die TB rein. Kann sich noch relativ gut knapp schützen. Hat auch kein Mana fürs Living Armor, um sich zu safen. Hat jetzt einen Urn. Wir sind jetzt gerade hier für die Phantom Lancer wahrscheinlich das Item eingeflogen. Ist das wahrscheinlich ein Yasha? Ja, das Yasha. Radiant's middle tower is under attack.
In dem Spiel probiert dort Creep Wave zwischen die Tau abzufangen. Wieder vom Magnus entdeckt. Muss jetzt dort wieder rauslaufen. Kriegt auch ein bisschen Damage rein. Und ich noch keine Gefahr für ihn bis jetzt. Und da kommt TP rein vom Phantom Lancer, kann das auch irgendwann enttoten. Ambush Build werden. Oh, Double Kill! 3 Kills! Er liegt wieder da. Und Magnus holt sich den Ambush Build. 4 Kills, sehr schnell platziert jetzt. Wir schauen mal. Daxio holt sich Double Kill, Einstabilisation holt sich vom Vengeful Spirit und Kill. Ups. Hat er nicht wollen eintippen. Bin doch voll hoch. Dire's Middle Tower is under attack. Radiant structures are fortified. Und wir schauen mal die Grafika, Wasted Talents, so mit 5000, ja, 6000 bis 7000 Networth Vorsprung und 5000 Experience Vorsprung. Sieht auch wirklich, der Daxi jetzt führt die Liste knapp an vom Phantom Lancer und dann auch knapp gefolgt vom Magnus. Mit jeweils 5800 bis 5700. Hinter 3 dann der Ember Spirit mit 5100 und 4800 auf dem Gyrocopter. Und Phantom Lancer trifft auf Gyrocopter. Und killt der Gyrocopter. Ja, Living Armor retten ein bisschen, aber Phantom Lancer killt trotzdem noch dann am Schluss. Ich darf nicht unterschätzt das Living Armor, recht stark. Veta doch, natürlich als erstes gemaxed vom Green Protector. Mit Hau Go Down engaged da. Der Green Protector, wo down geht. Swap, Ufa Haki, Adventure Spirit. Haki lacht noch runterkommt. Hä? Reverse Parallel, wenn du da nicht durchkommst, nicht so gut. Sehe? Der Top ist der Ember Spirit am Pushen. Und dafür die Midlane wird pushed auf. Crazy Talents. Und holt sich halt die Tier 1 Tower. Und dann kann man TP rein auf Top Lane von Magnus. Wo jetzt mittlerweile einen Blink Dagger hat. Ja, Daxi müsste bis vorsichtig sein. Adventure Spirit wartet da nochmal drauf hin zu stunnen. Plus der Hook, der da kommt. Hook und trifft Vengeful, ist ein bisschen zu weit vorne gelaufen. Und da kommt sollte vom Engine trifft der Pasch und der Gyrocopter, der Fischer trifft nicht ganz. Ist jetzt auch mittlerweile fertig mit seinen Power Trades, so wie es im Engine Operation. Smoke, Blink Dagger und Magnus mittlerweile auch fertig, plus Arcane Boots auf dem Darkseer. Wartet aber wahrscheinlich niemand zu entdecken. Und Living Armor da oben, T1 Tower, wo relativ jetzt wieder hochgekillt worden ist. Und man will das Blade of Light, die Fusion Blade auf dem Phantom Lancer. Als der nächste Spin kommt. Und der Push auf die T1 Tower plus Fischer schön da auf dem Ember Spirit, wo der rauskommt. Living Armor wieder auf der Tower. Jetzt aber, ja doch, und der nächste Living Armor, wo wieder Damage zu viel ist, was durchkommt. Wenn man das mittlerweile ist, die Fusion Blade auf dem Phantom Lancer fertig. Und auf ihn drauf.
Wird engaged, kommt dann. Count engaged vom Phantom Lancer. Disengaged wieder. Und der nächste Post hier auf der Tier 2 Tower auf der Botlane. Leaving Armor kommt. Aber nicht viel ausrichten. Und ein Hook, der nicht trifft, in der Creepbot. Session und Dosh da. Und Phantom Lancer. Und Trench Protector geht down. Daxi auch down gegangen. Und der Push geht weiter. Diesmal kein Living Armor. Wird abbrochen, kein Creep zum Landen. Und ein Hook hoch. Merkt man's? Wir haben den Gage da vom Earthshaker. Mit wieder 3 Kills da für Wasted Talents. Und der Push geht wieder auf den Tower. Und sie hört sich auf den Tower. Ein Bespielter kommt mit Engaged statt gleich vorne. Phantom Lancer. Patsch holt sich den Action Position, Engage vom Phantom Lancer. Alles so probiert, sie schaut aus der Unzflüchte. Ich schalte die Flow. Sind von Jared Copter mit dem Helm auf Dominator und Mithril Hammer. Auf dem Ember spielt haben wir einen Claimer und einen Broadsword. Und Trend Protector. Oh, ist er gerade Double Damage Rune. Network Grafik auch 12.000 Network Vorsprung für Wasted Talents wieder und 7500 Experience Vorsprung. Das heißt, es sieht wieder relativ ein bisschen schwierig aus für einen Namensplayer anstehen. Und jetzt da langsam mal ein Teamfight wirklich gewinnen. Patch wird entdeckt und engaged und instant down. Keine Chance, das muss sie rein. Age of Revenge for Spirit from Phantom Lancer. Wow, oh, jetzt down gut. Und ein Mega Kill mittlerweile für Phantom Lancer. Schaut jetzt 8 zu 3. Hätte jetzt mittlerweile Boots of Travel. Und nehmen wir zwei Angst, sitzt der gleich auf dem Highground fest. Ich nehme jetzt mal auf. Wasted Talents sitzt jetzt so ein bisschen der Jungle Farm und vielleicht ein Top Lane Switch jetzt, um den Tower zu holen. Während der Phantom Lancer da auf der Botlane weiter pusht. Und dann geht's Magnus und ein Halbstecker.
Und Amber Spirit hat keine Chance, überhaupt etwas zu machen. Und dann sind wir da wahrscheinlich jetzt im nächsten. Letzte Tier, zweiter oder dann gehen. Gar keinen Versuch hast, von Namens lernst du überhaupt etwas zu machen dagegen. Vielleicht kommt noch ein Living Armor, der direkt aber schon wieder down ist. Gar keine Auswirkung mehr auf den Push. Wir sehen, dass Arganus wird langsam baut vom Ancient Apparition. Wir hatten Forster von Rocker Club auf Magnus. Denkt der Gottes Forster auf Earthshaker. Phantom Lancer, irgendwie neue Items. Komm schon. Keine neuen Items bis jetzt. Hat aber schon wieder 3100 Gold. Mittlerweile mit 12.900. Weit voraus vom Emperor Spirit. Und sieht er wirklich namensgelernt, wirklich auf dem Highground hocken, traut sich gar nicht groß raus. Und bei der Ember Spirit versucht er noch, wird er jetzt pinkt. Und, guter Versuch da vom Liberator. Aber hat nicht ganz verwischt. Hätte noch 80 können raus. Und da schwitzt der Ember Spirit, geht wieder raus. Mit dem Bad Fury auf dem Ember Spirit fertig. Mit 20.000 plus 12.000 Erfahrung. Und wir sehen dann Roshan, der gestartet wird von Waste Talents. Ist aber durch die Worte wahrscheinlich gespottet worden, dass sie reingegangen sind. Kommen jetzt natürlich auch im Team dafür, der smoked. Ein lieber Dorsch wurde natürlich parat und sichtet alles. Und ein Disengage auf dem Nasher. Engage! Four Wasted Talents gegen Namensverarmt. 2 Kills. 3 Kills. Magnus got down. Und wir haben das Mantelstag fertig auf den Phantom Lancer. Und so will ich auch Guardian Grease fertig auf den Darkseer und dann halt los als nächstes Team. Ancient Apparition auch relativ gut raus schon mit seinem Arcanims. Jetzt haben wir noch das Bad Legacy. Das ist noch 800 Gold. Das sollte gut sein. Dann holt sich das Aegis. Und wir sehen hier. Earthshaker instant engage auf. Ember Spirit macht auch gut Damage. Und Ember Spirit ist down. Raus. Nicht down. Ah, yeah. Könnte man jetzt so am Top pushen. In der Mitte. Und die Nerven Mitteltau vor der West Talents. Jump Attack gebucht, probiert sich da irgendwie anzusneaken. Wir sehen jetzt der Churn Protector relativ ring vor. Wird er gesichtet und rausgekickt. Und keine Chance, diese zwei Aufschläge holen sich den Kill auf dem Churn Protector.
Ja, und so ist es jetzt gut. Jetzt sieht schon auf der Top Tower aus. Knapper Hook verfehlt auf dem Patch. Und Engage-Gruppe, Gyrocopter. Und dann kommt Plus, wenn ich verfehlt war, keine Chance hat. Und der Ampersbild muss jetzt da raus. Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich hätte auch viel Dämpfer so einen Hook gerufen. Schicker. Wir sehen jetzt hier den Trend Protector. Und auch noch knapp davor. Tower go down, Drag schon davor. Und vor allem lassen wir jetzt relativ vorsichtig sein. Ist relativ low. Und auch mal weiter rein. Sehr schönes Overgrowth hier vom Trend Protector. Hilft aber nicht viel, da kein Engage stattfindet. Was im Team. Und er geht down. Und Guardian Griefs sind zündet worden. Und dann kommt's. Ultimate vom Ancient Apparition, wo sie sagen, nimmt's fertig hat. Das heißt, es wird jetzt recht down ticken und hat auch Advantage for Spirit bekommen. Ist natürlich der Ancient Apparition relativ happy drüber. Man will wieder das BKB auf dem Gyrocopter. Das wird dann auf der Vengeful. Auf dem Patch nicht viel mehr. Außer seine Jungle Boots. Mehr Hand vom Trend Protected Urn und Arcane Boots. Und auf Member Spirit. Jetzt mit das Crystallis. Zu seinem Battle Fury und seine Drums. Auf dem Dark Sim haben wir Blick, Decker, Guardian Greaves, Point Booster, aber alles Arcanims fertig am Fall. Und ein Soul Ring. Arcanims Blood Power Dress auf Major Version. BKB, Forstaff und Blinkdecker plus Arcane Boots auf Magnus. Immer noch die gleichen Items auf dem Fendlancer, die Fusion Blade, Manta Style, Ring of Aquila, Morbid Mask, Seas Aegis und noch Pulse of Travel. Und wir haben damit wieder Pulse of Travel plus Blinkdecker plus Forstaff und Ring, Soul Ring auf dem Earthshaker. So wird der Ancient Vision rausgepickt. Zündet sich Ulti. Both down. Kriegt aber noch den Trend Protector Plus, den Gyrocopter Instant Buyback. Und dann kommt der Push auf Drax. Und Magnus geht rein. Zündet sich das BKB, kann nicht viel ausrichten. Und Gyrocopter schon wieder down. Und das war der Top Rex, war sie. Engage auf dem Ember spielt vom Feldnetz Feldleiser. Sein Egg ist poppt. Und jetzt zurück runter. Oh! Echo Slam da vom Earthshaker. Daxi holt sich den Kill auf dem Ember spielt. Und auch sehr schön. Daxi, das schön sein. Das Vakuum eingesetzt. Buyback vom Ember spielt. Daxi down. Sehr Rexit ist jetzt mittlerweile down. Wird jetzt richtig Mitte, wahrscheinlich. Rotated da, was uns mit vom Ancient Apparition trifft. Trim Protector und Patch. Und ein Double Damage Gunner dafür, Magnus. Wir haben mittlerweile ein Butterfly fertig auf dem Phantom Lancer. Das heißt, wird noch schmerzhafter ihm zu begegnen. Wir schauen mal durch, da sehe ich immer die gleichen Items. So wie Ancient Vision hacken sie immer noch. Und dann werden sie aber jetzt mit einem Butterfly Veil of this Board auf dem Earthshaker. Und auf dem Ember Spirit immer noch Crystallis, Battle Fury, Face Boots und Drums. Trend Protector immer noch Earn plus Arcane Boots. Hot schützt dann mit dem Bracer. Tranquil Boots plus Force Step. Mensch, immer noch mit Tranquil Boots und Medallion. Sowie Gyrocopter. Immer noch Helm of Dominator, PKB und Face Boots.
Und auf der Tablette ist der Ember Spirit. Mal schauen, ob sie da kommen. Oh, da ist jetzt Reverse Polarity, wird engaged und kommt nicht mehr raus. Magnus hat sich den Kill hier auf dem Ember Spirit, der jetzt 85 Sekunden down ist. Kein Buyback vorhanden. Grafik hat 30.000 Network Vorsprung für Waste Talents und 25.000 Experience. Also, seht wieder gleich Scheiter ausführen, nehmen Sie es ein ernst. Und da kommt der Push vom Phantom Netz mit sehr vielen Elos. Okay, jetzt sind es keine mehr. Schlot aber nicht, das ist ein zweiter Profil. Hat mittlerweile wieder 2600 Gold. Da kommt das Ultimate vom Ancient Apparition Hodge. Versucht sich zu nähern, schafft es aber nicht. Ancient Apparition kriegt den Kill. Und der letzte Spiel geht auch dann. Phantom Knights diesmal den Kill. Und Shredder Protector durch den Dark Seer killt. 4 down, noch der Jericho am Leben. Da ist in der Base. Wird sich da alleine auch schon dran austragen. Keine Buybacks vorhanden, mindestens so 20 Sekunden bis der nächste wieder lappt. Und die nächste Rex kommt down. Und wir haben mega Creeps. Langsam wird wahrscheinlich das GG der nächste Call. Oh, und Sage habe ich noch den gewonnen. BKB zündet, Luftsuche zündet. Okay, mit Earthshaker. Reingeguckt und gewonnen. Und jetzt ein Buyback. Oh! Phantom Knights immer noch am Leben! Das brunnen Teil. Wow, und hat einen Ultra Kill gemacht. Ist jetzt aber dann gegangen, hat die Buyback zu gut. Setzt es aber nicht ein, ist schon nicht nötig momentan. Vier sind tot, kein Buyback, nur ein Trend Protect am Leben mit nur 30 Sekunden. Bis der nächste wieder spawnt. Und das wird GG sein für Wasted Talents. Und wir gratulieren zum Sieg an Wasted Talents gegen. Nehmen wir es ernst, Wasted Talents hat sich nächste Runde sich qualifiziert für das heutige Finale, um für einen Platz zu kämpfen am Schweizer Finale am Offline-Event. Es gibt immer noch Tickets zum Kauf, 25 Franken sind die, um am Offline-Final-Event dabei zu sein, live. Es gibt für die, wo kommen, das Gewinnspiel mit HP um Gaming-Notebook zu gewinnen und Astro Gaming Headset, wo man auch gewinnen kann. Es werden Merchandise-Artikel verteilt und auch Sponsoren vor, die Giveaways machen und Sachen verteilen werden. Danke fürs Zuhören, wir machen eine kurze Pause, wir sind nachher dann wieder zurück mit dem nächsten Game, wir müssen noch schauen, welches das ist. Bis gleich, Dankeschön fürs Zuhören.